Yo, herzlich willkommen zu einem neuen Waffen-Review. Ich bin's wieder, Tivus LP, und es geht hier los am Start mit der M4 X-Men Snow. Auf jeden Fall Dankeschön an German Winner, dass er mir seinen Account geliehen hat. Das Video kommt ein bisschen verspätet. Wohl oder übel, ich bin umgezogen und deswegen habe ich jetzt erstmal auf die Internetleitung gewartet. Ich kann mich auch irgendwie nicht connecten und das, da gab es Probleme und riesen fette Explosionen und so entstand die Welt. Wie auch immer. Das interessiert niemanden. Kommen wir zurück zum Review. Ja, geil sieht sie auf jeden Fall aus. Das weiß ja wohl jeder. Eigentlich hat auch jeder Zweite drauf gedreht, wenn nicht sogar auf die Desert X-Miss nur. Aber die Desert X-Miss ist der dritte Preis und den hat man leider nicht gewonnen. Also, ich sehe nur wenige, die Desert X-Miss gewonnen haben, aber wie auch immer. Wenn ihr die habt, dann wäre es nett, würdet ihr in die Kommentare schreiben oder mir einfach eine Privatnachricht, damit ich die reviewen könnte. Oder kontaktiert mich durch irgendwie sonstige Netzwerke und sozialen Umgehen, Schauer sein. Egal. Auf jeden Fall, sie war der Erstpreis der Christmas Patches 2013. Der zweite Preis war, die man ja schon kennt, die Mini X-Miss, die vor 2 Jahren kam und die vor 5 oder 6 oder vor 4 Jahren jetzt rauskam, die Desert X-Miss. Ja, die Desert X-Miss ist wirklich eine Rarität. Sie ist sehr selten und kein Wunder, warum so viele diesmal drehen. Und ich meine, ich bin ganz schön eifersüchtig, wie viele die M4 Christmas Snow haben, denn ich finde sie wirklich recht gut. Ich würde, glaube ich, sogar mit der mehr spielen als mit der Iron Beast, obwohl ich dadurch noch Rechtsklick habe und sonst wie was, also diese Bonusteile, aber spielt keine Rolle. Sie hat 35 zu 105 Munition, damit seid ihr erstmal gut gerüstet. Ihr könnt euch ein extra Magazin holen, dann habt ihr eben halt 140 Munition, also 35 zu 140 Munition. Und dann könnt ihr noch die Iron Beast in einem anderen Pack haben. Und dann habt ihr endlos Munition. Naja, durch die Iron Beast bekommt man ja auch nur 2 Bullets mehr. Also 37 zu 111. So würde das aussehen. Und ja. Leergeschossen ist sie, wie gesagt, in 3,2 Sekunden. Nachladen tut sie in 2,4 Sekunden ganz regulär. Es ist nur ein anderer Skin, ein anderer Lauf, also ein kürzerer Lauf der M4 Christmas hingegen zur M4. Aber was soll's? Also trotzdem punktet sie vom Aussehen, von der Rarität. Also, naja, es haben die ganz schön viele gewonnen. Also, ich hätte gerne drauf gedreht, aber Internet, Geld, hab ich alles nicht. Oder? Wie auch immer. Ja, die Aufnahmen passieren offline. Also, kein Grund zur Sorge, dass ich irgendwie online komme, meine Nachrichten checken könnte, meine Subscriber oder sonst wie was. Aber ich schweife schon wieder weg vom Review. Egal. Ja, Aussehen punktet sie hundertprozentig bei mir. Also, ich finde sie auf jeden Fall geil. Am Anfang fand ich so, was ist das denn für eine M4? Hat die einen Schneemann drauf? Warum ist die so knallbunt? Aber das ist ja das Tolle daran. Das ist eine Christmas-Waffe. Aber auch das Ding, dass sie wirklich, wirklich schnieke aussieht. Also, ich finde, das ist wirklich cool. Also vom Sound her, alles normal wie eine normale M4, aber der kürzere Lauf macht schon wieder so einen kleinen Tang darauf, dass sie selten und besonders ist. Also das sieht wirklich cool aus. Also auf jeden Fall besser zur M4 Pink oder wie auch immer. Ja, M4 Pink heißt sie, aber die M4 Pink sieht ein bisschen spastisch aus. Ja, sie ist automatisch, also ihr könnt mit Rechtsklick leider nichts bewirken. Power her, 100 auf dem Kopf. Von jeglichen Distanzen auf der Close Range von Deathmatch abgemessen. 35 bis 37 Damage auf den Oberkörper und auf den Unterkörper, auf den Füßen 19 bis 22. Vom Gewicht her ganz regulär wie andere Rifles und ja, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen, schaut bei meinen Partnerkanälen vorbei und ja, auf Wiedersehen. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Gebt ein Like, gebt ein Subscribe oder teilt es oder wie auch immer, teilt es mit euren Freunden, zeigt es jedem eurer Homies, Domies und bis dann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hauste, it's tea time, bitch.